Tag zusammen, liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelanerinnen, Kumpelaner, natürlich wie immer auch, liebe Kumpelfreundinnen und Kumpelfreunde, herzlich willkommen und ein donnerndes Glück auf, frisch auf, beim Pottpilgern hier in Essen-Schür. Wir starten heute vom Wetteramt und laufen ein kleines bisschen hier über die Felder, wo es gerade wirklich malerisch aussieht. Wirklich, es ist ein Traum, aber es sind unglaublich viele Leute unterwegs. Hammermäßig. Ja, das ist heute wirklich bei allerfeinstem Wanderwetter so voll, dass gleich hier wirklich an der Pilgerstrecke. Natürlich, wir befinden uns auf einem der schönsten Wanderwege hier in der Region, den Kettwiger Panoramasteig, den wir schon in der Südschleife gelaufen sind. Die Nordroute steht noch aus. Das ist natürlich auch malerisch hier, ne? Kann man ja auch verstehen. Wetter ist Bombe, ist Sonntag, raus also. Wir sind im wunderschönen Wolfsbachtal. Hier ist auch wieder jede Menge los. Der Weg ist abwechslungsreich, schlammig, rutschig. Ah, genauso macht Spaß. Ein Kamerawinker. Ein Umweg. Ich versuche hier, glaube ich, aus der First-Person-View einen Sturz zu simulieren, dass das auch echt aussieht gleich. Aber lass mal. Oh, das sah gut aus. Boah. Hier bestätigt sich wieder meine Erkenntnis, dass in Essen, na wisst ihr's, entweder Berg hoch geht oder was Gegenwind. Jetzt hast du hier eine Treppe, ey. Boah. We'll be right back.
da ist unsere kleine Tour auch schon wieder vorbei. Nach knapp 10 Kilometern sind wir am Wetteramt in Essen angekommen. Haben eine schöne Runde genossen, 2,5-3 Stunden mit Päuschen, waren viele Spaziergänger unterwegs. Und natürlich haben wir auch wieder eine ernsthafte Bergwertung hinnehmen dürfen. Trotzdem ist das wie immer malerisch. Auf dem Kettwiger Panoramasteig der Nordroute haben wir uns größtenteils bewegt. Zwischen vielen Reiterhöfen, Bauernhöfen, über Wiesen und Felder. Ja, wie es schöner eigentlich kaum noch sein kann. Also ich kann die Tour hier wärmstens empfehlen. Bisschen, kleines bisschen durchatmen muss man zwischendurch, aber ja. Trotzdem hat es irre Spaß gemacht, wieder neue Seiten entdeckt. Auch das Wolfsbachtal, ganz toll gefallen. Ja, ich freue mich jetzt auf eine heiße Dusche und wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Bis bald, bleibt gesund, vergesst das Rausgehen nicht, euer Schrömi von Potternander. Glück auf!